Bayerns Innenminister Herrmann hat einen neuen Vorschlag in die Sicherheitsdiskussion eingebracht. Der Verfassungsschutz müsse auch Kinder beobachten dürfen, wenn diese sich im Umfeld einer islamistischen Gruppe bewegten, sagte Herrmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er rate dringend dazu, die Altersgrenze dafür in ganz Deutschland fallen zu lassen. Derzeit darf das Bundesamt für Verfassungsschutz Jugendliche frühestens ab 14 Jahren beobachten. Ein kleines Mädchen an der Seite des radikalen Salafisten Pierre Vogel. Jahre später greift Safia S. als 15-Jährige einen Polizisten im Bahnhof von Hannover an, verletzt ihn mit einem Messer schwer. Für den bayerischen Innenminister steht fest, der Verfassungsschutz muss zukünftig auch Kinder beobachten dürfen. Ich möchte, dass, wenn einer da wirklich auffällig ist, wenn einer hier als gefährlich einzuschätzen ist, dann muss das auch abgespeichert werden, weil gerade für den Informationsaustausch zwischen Bund und Ländern es nur dann einen Sinn hat, wenn das auch entsprechend gespeichert ist. Dass schon Kinder und Jugendliche gezielt im Internet oder in Fußgängerzonen von Islamisten angeworben werden, beobachtet auch die SPD mit Sorge, sieht die Minderjährigen aber vor allem als Opfer. Kinder dürfen nicht Zielobjekt des Verfassungsschutzes sein, sie brauchen den Schutz des Staates. Aber wenn natürlich Terrorgruppen Kinder instrumentalisieren für Terroranschläge, dann darf der Verfassungsschutz natürlich nicht wegschauen. Die Grünen setzen den Schwerpunkt auf Vorbeugung und Hilfe. Ich glaube, der Vorschlag von Herrn Herrmann ist ein untauglicher. Indem er Jugendliche einfach beobachtet, wie sie sich radikalisieren, macht man nichts sicherer, sondern es kostet Geld tatsächlich. Man muss sich um die Jugendhilfe kümmern, man muss sich um die Präventionsarbeit kümmern. Man muss frühzeitig eingreifen, wenn man feststellt, dass Jugendliche zu entgleiten drohen oder sich radikalisieren. Erst vor einem Jahr wurde das Mindestalter für die Überwachung durch den Verfassungsschutz von 16 auf 14 Jahre herabgesetzt. Eine erneute Gesetzesänderung wäre schon zeitlich vor der Bundestagswahl gar nicht mehr möglich. Der Vorschuss aus Bayern zeigt aber, wie sehr der Wahlkampf vom Streit um die innere Sicherheit dominiert wird.